Walter Röhrl hat einmal gesagt, ein Auto hat erst genug Power, wenn du morgens davor stehst und Angst hast, es aufzusperren. Nun, als ich gehört habe, welches Auto ich heute fahren darf, hatte ich dieselben Gedanken. Das leistungsstärkste Auto, das ich bisher fahren durfte, war der Alpina B8 aus einem vorherigen Test. Das Auto hatte 350 PS. Das Auto, das ich heute fahren darf, hat 530 PS und kostete neu 212.000 Euro. Ich bin Jochen Binder und ich bin auf der Suche nach dem perfekten Auto. Das hier ist der Gerät. Ein Porsche 911er Turbo S Cabrio von 2011. Für mich ein wahres Monster. Der Porsche 911er ist einer der, der erfolgreichste Sportwagen aller Zeiten. Über 1 Million 911er wurden seit 1964 gebaut und es ist ja jetzt kein Alltagsauto. Ne? Es ist ein echter reinrassiger Sportwagen in seinen verschiedensten Varianten, in denen er gebaut wurde. Für mich ist dieses Modell, der 997, der maskulinste 911er von allen. Und nach dem Facelift, wo er Beaks, Xenon-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten bekommen hat, sieht er auch deutlich feiner aus wie vorher. Gepaart mit der schwarzen Lackierung und den weißen Akzenten sieht es wirklich so aus, als wäre das Auto in einem netten Anzug. Aber glaubt nicht, dass er deswegen zahm ist. Dieses Auto hat nämlich mehr mit James Bond gemeinsam als mit Donald Trump. Dieses Auto war zu seiner Zeit eines der sportlichsten 911er jemals gebaut worden. Es hatte zum Beispiel ein brandneues 7-Gang-Doppelkupplungs-PDK-Getriebe. Es hatte auch, wenn man hier vorne sieht, Carbon-Keramikbremsen, welche als Set insgesamt 20.000 Euro kosten. Und die Bremsen sind hinter 19 Zoll Leichtmetallfelgen mit Zentralmutter, sowie im Rennsport. Und während ich jetzt hier über die Reifen und die Felgen geredet habe, ist in 20 Sekunden das Dach schon heruntergefahren worden. Und ich glaube, es ist Zeit, dass ich eine Runde drehe. Ich habe echt Schiss davor, aber ich freue mich gleichzeitig auch drauf. Also komm, dreh mal eine Runde. So, dann. Meine Fresse, ist das tief. So. Okay. Dann drücken und hinter, jetzt ist ein Drive und okay. Das ist ungewöhnlich, nennen wir es mal so. Mann, die Sitzposition ist wirklich, ja, ein bisschen mehr Seitenhalt könnte es tatsächlich haben, aber dafür ist der Sitz extrem bequem. Ich traue mich fast gar nicht Gas geben. Weil mit 530 PS und 700 Newtonmeter, das ist kein Zuckerschlecken, da musst du vorsichtig sein. Ich muss sagen, die Lenkung ist sehr direkt. Ich meine, das würde man auch erwarten von einem Sportwagen, aber ist er doch einer der eher bequemeren Sportwagen, nennen wir es. Aber ja, da ist nicht viel Spiel. Die Beschleunigung von diesem Kahn ist nicht ohne. 0 auf 100, 3,3 Sekunden. Top Speed, theoretisch 315 km/h. Zumindest ist das, was Porsche sagt. Aber ich habe mit dem Besitzer dieses Autos, Tom, schon einmal eine Runde gedreht und wir sind Tacho 333 gefahren. Gut, dabei muss man sagen, waren die Vibrationen in den Reifen so stark, dass es ein Ventil lose gedreht hat und wir am Tag darauf festgestellt haben, oh, der hat ja einen Platten. Hier scheint es so gut wie jeder Ort zu sein, aus dem Ort raus. Beschleunigung in 3, 2,
eins, los. Jesus Christ! Wow! Du bist nicht vorbereitet. Das ist, als hättest du den Hyperdrive gerade aktiviert gehabt. Puh. Ich will das nochmal machen. Okay. Aus dem Ort raus. 3, 2, 1. Ich kann nur schreien. Das ist der Rest. Sowas merkt man einfach nicht, wenn man im Beifahrersitz hockt. Du denkst, ja, Beschleunigung, ja, du wirst ein bisschen in den Sitz gerückt, das ist schon geil. Aber wenn du selber die Macht hast, aufs Gas zu steigen, ist es was ganz was anderes. Ich weiß nicht, wovor ich so großen Schiss hatte, obwohl es so eine brachiale Leistung ist. Mein 530 PS, es ist trotzdem fast sicher fühlend. Selbst vorher beim Beschleunigen, zweiter Gang, ja, ein bisschen Schlupf, aber die Traktionskontrolle hat alles wunderbar geregelt. Und selbst ein Anfänger wie ich, mein 4 Jahre, 5 Jahre, weiß ich jetzt nicht, ob man als Anfänger bezeichnen kann, aber ich habe noch nie ein Auto gefahren, das so viel Leistung hat. Und trotzdem, nach 2-3 Mal fühle ich mich sicher. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt in die Power. Das ist lustigerweise, es gibt ein bisschen eine Verzögerung. Du trittst aufs Gaspedal und eine Sekunde später erst kommt die Leistung. Deswegen denkst du, oh, ist ja nicht so viel. Und dann plötzlich, wow, wirst du in den Sitz reingedrückt. Es ist wie ein Geschoss. Du trittst drauf und es ist wie ein Geschoss. Das muss man sagen. Bei den Geschwindigkeiten, die dieses Auto erreichen kann, ist auch alles, was auf dich zukommt, ein Geschoss. Ein Plastikbecher könnte ganz einfach dein Hirn zertrümmern, wenn es dich mit 250 km/h trifft oder so. Komm, machen wir das nochmal. Zweiter. Wow, ihr solltet meine Augen sehen, die sind so groß. Das ist sehr geil. Ich liebe dieses Auto. Hey, Porsche-Freund. Auch ein Turbo. Auch ein Turbo Cabrio. Längsbeschleunigung ist dieses Auto irre, aber wie schaut es mit den Kurven aus? Schauen wir doch mal. Dieses Auto hat eine von Porsche entwickelte Aufhängung. Alles ist elektronisch miteinander abgestimmt und es ist so kompliziert, dass ich es euch nicht mehr mitteilen könnte. Ich habe sogar den Namen vergessen, so kompliziert ist der. Der Motor ist balanciert auf elektronischen Motorlagern, die dafür sorgen, dass der Motor immer gerade bleibt. Und das sorgt, zumindest laut Porsche, für ein deutlich besseres Kurvenverhalten. Ich kann leider nirgendwo schnell genug fahren, um euch das mitzuteilen, aber dieses Ding ist schon auf der Nordschleife gefahren und es ist echt nicht so schlecht in den Kurven. Aber eine Sache merkt man, egal wie gut die Aufhängung ist und egal wie gut der Motor balanciert ist, das Auto wiegt 1700 Kilo. Und da fangen so ein bisschen die Probleme an. Dieses Auto hier, das spezielle, der 911 Turbo S Cabrio. Theoretisch, so geil er auch ist, macht er nicht wirklich so viel Sinn. Wenn man ein Auto möchte, das schnell ist auch für die Rennstrecke, kauft man sich einen 911 GT3. Wenn man ein schönes Cabrio haben möchte, dann kauft man sich einen Carrera S. Der kostet nur ungefähr die Hälfte. Und wenn man den schnellsten 911 haben möchte, wo Preis keine Rolle spielt, dann kauft man GT2 RS. Dieses Auto ist also ein Auto ohne Sinn. Spaß machen tut es deswegen trotzdem. Thank you.
dieses Auto ist wohl eher für eine bestimmte Nische von Leuten. Leute, die zwar fahren können, aber auch sehr viel Geld haben. Und da denke ich zum Beispiel an, Zahnärzte können sich dieses Auto nicht leisten, aber Schönheitschirurgen vielleicht schon. Denk mal darüber nach. Schönheitschirurgen. Gut angezogen, gut aussehend, mit einer gut aussehenden Freundin, ob modifiziert oder nicht, ist jetzt mal egal. Das sind nicht die Art von Leute, die auf der Rennstrecke fahren oder nur dahin cruisen vielleicht. Das sind eher Leute, die zwei Koffer in den Kofferraum packen, das hochmoderne Navi zeigt den Weg nach Süden und bei offenem Dach fahren sie dann dahin gleitend und fressen die Kilometer. Dafür ist dieses Auto gebaut und entgegen meiner originalen Einschätzung ist dieses Auto absolut perfekt für genau diesen Zweck. Es kann schnell sein, wenn man das möchte, aber es kann auch ruhig sein, es kann gediegen sein, wenn man das so möchte. Und als Cabrio auch noch mit so unendlich viel Platz hier oben. Na gut, dass wir hier auf einer großen, weiten Runde unterwegs sind, weil so kann ich das Auto noch ein klein bisschen genießen. Aber außerhalb der Kamera. Ich sehe euch, wenn ich dann zurückkomme. Wow, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Eins, das ich so schnell nicht wieder vergessen werde. Das war auf jeden Fall das leistungsstärkste Auto, das ich jemals gefahren habe. Deswegen wird auch völlig klar sein, dass in den Punkten dieses Auto in der Längsbeschleunigung auf jeden Fall 10 von 10 Punkten hat. Die anderen Punkte seht ihr hier, weil alles, was schneller ist, wird ja sowieso die Skala springen. Wenn ihr so ein Auto habt, dann könnt ihr mir ja gerne schreiben. Aber was sage ich jetzt zum Auto? Ich habe jetzt nicht so viele positive Dinge gesagt. Ich habe es als Auto für Schönheitschirurgen bezeichnet. Das ist ja jetzt nicht wirklich positiv, aber am Ende des Tages muss man sagen, es ist immer noch ein Porsche. Es ist immer noch beste deutsche Sportwagenarbeit und da kann man eigentlich nichts Negatives dazu sagen. Und wie Walter Röhrl ja auch so schön gesagt hat in einem seiner vielen Zitate, alles außer dem Allrad ist sowieso ein Kompromiss. Damit verabschiede ich mich. Ich sehe euch beim nächsten Mal bei der Suche nach dem perfekten Auto. Bis dann. Ciao. Ja, und noch einmal ein riesiges Dankeschön an den Tom, der mir die Erlaubnis gegeben hat, mit diesem absoluten Monster zu fahren. Ist ja doch kein leistungsarmes und günstiges Auto. Also noch einmal danke dafür. Sehr gerne. Immer wieder. Ja, deswegen haben wir es auch wirklich so gemacht. Er war immer im Beifahrersitz mit dabei, hat immer aufgepasst, dass ich auch keinen Scheiß mache. Und mir hat das sehr gefallen, muss ich sagen. Also, genau wie mir. Jo, also dann. Perfekt. Jo. Alles klar. Danke. Bitte. Also, ciao. Ciao, servus.